Ray Gavi ist seit Jahren in der Musikbranche erfolgreich, doch auch privat läuft es rund. In Josephine Gavi hat er die Liebe seines Lebens gefunden. Alle Infos zur Frau an der Seite des Sängers bekommst du hier. Ray Gavi, Mega-Erfolg bei The Voice of Germany. Der The Voice of Germany Coach Ray Gavi ist aus der deutschen TV-Welt wohl nicht mehr wegzudenken. Mit seinem Song Supergirl wurde der beliebte Sänger weltberühmt. Mit seiner Band Riemon feierte Ray Gavi riesige Erfolge und nahm bereits 2011 zum ersten Mal an der beliebten TV-Show The Voice of Germany als Coach teil. In dem TV-Format von ProSieben überzeugte der Juror zahlreiche Talente auf der Bühne, mit ihm im Team den Sieg holen zu können. Auch 2022 kämpft Ray Gavi mit seinen Musikkollegen Peter Maffay, Mark Forster und Stephanie Kloß um die besten Stimmen Deutschlands. Auch als Solokünstler schaffte es der The Voice of Germany-Star Ray Gavi weltweit erfolgreich zu werden. Mit seiner lustigen Art und dem sympathischen Akzent schaffte es der Sänger, die Herzen seiner zahlreichen Fans zu gewinnen. Auch aus der ProSieben-TV-Show The Masked Singer ist Ray Gavi als Juror nicht mehr wegzudenken. Ray Gavi ist seit Jahren glücklich verheiratet. Beruflich könnte es für Ray also kaum besser laufen, doch wie sieht es eigentlich in seinem Privatleben aus? Viele Details scheint Ray Gavi nicht preisgeben zu wollen. Was allerdings bekannt ist, seit mehreren Jahren ist der Musiker mit Ehefrau Josephine Gavi glücklich verheiratet. 2022 feierten die beiden sogar ihren 20. Hochzeitstag. Dass Ray Gavi und seine Frau immer noch verliebt wie am ersten Tag sind, zeigte zu diesem Anlass ein seltenes Posting via Instagram. Zu einem Schnappschuss der beiden schrieb Ray: Ich habe Josephine heute vor 20 Jahren in Dingle an der Südküste Irlands geheiratet. Sie ist immer noch so schön wie an dem Tag, als ich sie zum ersten Mal getroffen habe. Ihr Lachen ist die Essenz meines Glücks und sie hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. So haben sich Ray und Josephine Gavi kennengelernt. Der Supergirl-Interpret und Josephine lernten sich 1999 kennen, und zwar übers Telefon. In einem Interview mit Freunde der Künste offenbarte Ray Gavi, dass Josephine damals das Management seiner Band Riemon übernommen hatte. Wir haben uns am Telefon kennengelernt, ich wollte eigentlich mit ihrem Bruder sprechen. Ihre Stimme war auf Anhieb total sympathisch und sexy.